Ja, hallo. Es geht heute wieder um eine etwas allgemeinere Sache, aber sie betrifft tatsächlich trotzdem den Bereich Hörspiel, Hörbuch und natürlich auch Salambo. Nämlich diese Argumentation, die ich euch jetzt darlege, führt zwangsläufig zu meiner Haltung, wie ich Salambo vertone. Die Art und Weise, wie ich vorgehe, dass ich auch gerne mit Laien, Klammer auf, ja, Fragezeichen, Klammer zu, arbeite. Warum mache ich jetzt ein Fragezeichen? Weil natürlich viele Laien hier negativ dargestellt werden, weil gesagt wird, das geht ja gar nicht. Erst gerade eben habe ich auf einer Webseite eines Studios, was Hörspiele produziert, ich werde jetzt natürlich nicht den Namen nennen, diesen Zusatz gelesen, hier gibt's professionelle Stimmen. Ja, als ob andere Stimmen schlechter wären. Das ist eine Wertung. Wenn ich professionell als Herausstellungsmerkmal nehme. Ich habe das schon gehabt, das Thema professionell versus Authentizität. Da hatte ich schon mal einen Podcast gesprochen vor wenigen Tagen. Und ich möchte dieses Thema hier auch nochmal aufgreifen, aber von einem ganz anderen Blickpunkt beleuchten. Also wer es noch nicht gehört hat, ich verlinke es nochmal in der Videobeschreibung. Und heute nochmal eine ganz andere Argumentation für euch, die noch ein bisschen allgemeiner gefasst ist, dass ihr das macht, was ihr wollt, im Bereich Kunst und natürlich auch in anderen Lebensbereichen, keine Frage, soweit es möglich ist, und im Bereich Kunst erst recht. Natürlich haben wir das Problem, dass wir sagen, es ist dann nicht mehr kommerziell, sprich, es zieht die Masse nicht mehr an, sprich, es ist nicht verkaufbar. Na? Also da müsst ihr euch halt schauen, dass ihr euch nicht selbst verratet. Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt mich krumm und mache etwas anders, wie ich eigentlich wollte, damit ich es verkaufen kann, okay, das ist eine Entscheidung. Bleiben wir jetzt aber erstmal bei dem, ob ich etwas überhaupt machen will, nur weil es unkonform ist, weil ich klinge wie ein Laie oder weil ich nicht professionell klinge. Ja, und ich habe jetzt hier heute dieses Podcast nehme ich jetzt auf, weil ich jetzt getriggert worden bin, und zwar von einem ganz anderen Bereich jetzt, aber das passt genau hier rein. Und da hat nämlich eine Mutter, so um die 30, von ihrem Mädchen, 10, 11 maximal alt, einen Videokanal hier gemacht und mit so neuen Videos, also die sind nicht viele, 6, 7, 8 Videos drauf, Kommentare deaktiviert in YouTube, ne, damit keine Hates kommen, dazu komme ich jetzt gleich, und stellt dieses Video, also ein Video von diesem Kanal, in einer Facebook-Gruppe vor, wo es also darum geht, also YouTube-Kanäle bekannt zu machen. Also eine typische Push-Gruppe, YouTube-Push-Gruppe, und bittet um Abos und Likes. Und ich habe das entdeckt zufällig, weil ich jetzt auch in so Facebook-Gruppen mich auch, sagen wir mal, aufhalte, und mittlerweile schon 150 Kommentare innerhalb von knapp 2 Stunden, was sehr viel ist, sehr, sehr viel für diese Gruppe, weil normalerweise ist diese Gruppe hier nur posten und dann weg damit. Da kommentiert keiner viel. Und jetzt haben die hier sich hier praktisch, ja, ständig hier geäußert,
Kommentare, 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 ja, nimm das Video raus und so weiter, das ist ja schlimm, das Mädchen blamiert sich ja. Und genau das ist jetzt der Punkt, warum ich das jetzt hier spreche. Also das Mädchen hat jetzt hier irgend so ein lustiges Outfit und stellt sich hin und macht so eine spielerische, also sie spielt praktisch und singt Rap nach. Es ist eine spielerische Art, Rap zu inszenieren. Also völliger Quatsch, Blödsinn, ja? Und da haben die Leute jetzt geschrieben, ja, Mann, nimm das raus, ja? Also ich habe das mal alles durchgelesen, 150 Kommentare. Also bestimmt von den 150 waren 120 mit der Argumentation, nimm's raus. Schade, das Mädchen, die wird gemobbt in der Schule. Mit kommt's ja nicht klar, dann springt sie aus dem Fenster, bringt sich um und das haben wir doch alle schon gehabt und Suizid und tralala. Und, aber das ist genau der Punkt, dass ich jetzt praktisch sagen soll, nein, ich muss mich jetzt anders verhalten. Jetzt kommen wir wieder auf diese Schiene, ne, professionell, ja. Merkt ihr was? Nämlich die Argumentation, was die jetzt hier vorgetragen haben, kommentiert haben, war nämlich, wenn sie älter wird, soll sie anfangen mit YouTube, dann weiß sie, was sie machen kann, dann weiß sie, wie sie sich verhalten muss, damit sie nicht gemobbt wird. Das ist nichts anderes, als sich konform zu verhalten. Und nichts anderes ist, herzugehen und zu sagen, ich muss professionell klingen, also in einer gewissen Art und Weise klingen, damit mein Hörspiel gut ist oder positiv aufgenommen wird. Das ist genau das Gleiche. Weil laienhaft zu klingen ist ja schon unkonform in dieser Denkweise. Ja, merkt ihr was? Aber unkonform ist nichts anderes, als nicht so zu sein, wie erwartet. Und wenn ich authentisch bin, bin ich so, wie ich bin. Und wenn ich so bin, wie ich sein soll, wie jemand erwartet, bin ich nicht mehr authentisch. Das geht gar nicht. Geht gar nicht, schließt sich aus. Weil dann spiele ich ja schon etwas. Dann habe ich schon eine Maske auf. Dann bin ich schon etwas verzerrt. Dann bin ich schon verändert. Und dieses Mädchenvideo hat jetzt praktisch nichts anderes gemacht, als eine Spielszene gezeigt. Es dauert nur eine Minute und ein paar Sekunden. Wie das Mädchen spielt. Ja, und es wurde jetzt praktisch so hergenommen, ja, sie rappt da und das ist lächerlich, macht sich lächerlich, so ein Quatsch. Die Leute sind vollkommen, die wissen nicht mehr Äpfel und Birnen zu unterscheiden. Ja, wer das hatet, der hat ein Problem mit sich selbst. Ich habe dann einen Kommentar geschrieben und die Mutter, die das Video gepostet hat, hat sich dann auch dafür bedankt. Und ich will diesen Kommentar hier festhalten. Und zwar in diesem Podcast jetzt. Ich lese nämlich euch jetzt vor, was ich geschrieben habe. Für mich ganz wichtig, dass ich das mache, weil dieses Thema Haten und Mobben ist genau das Thema, wie weit muss ich mich denn für die Gesellschaft verbiegen? Und wie weit muss ich denn jetzt praktisch so sein, wie ich sein soll? Und genau das Thema haben wir in Salambo bei dem Sprechen. Ich habe Sprecherinnen und Sprecher im Casting, die meinen, sie müssen so und so sprechen. Da wird auch schon wieder Technik gelernt. Natürlich, das habe ich ja auch in dem anderen Podcast erzählt, kann ich gebrauchen für bestimmte Fälle. Aber es darf doch nicht sein, dass ich das immer anwenden soll. Per se, kategorisch. Und ich werde den Text jetzt mal kurz hier festhalten, was ich da geschrieben habe zu diesem Mädchenvideo. Das könnt ihr übertragen auf eure künstlerische Schaffensprozesse. 1:1, was ich jetzt hier schreibe. Das ist praktisch zwar eine andere, konkrete Fallsituation, aber ihr könnt das für euch übertragen. Das ist allgemeingültig. Also ich hatte geschrieben, Mädchen in diesem Alter machen genau so etwas. Sie machen Spaß, Blödsinn. Und das Video ist authentisch. Wer das nicht gut findet, findet auch die Realität nicht gut. Dumm oder minder bemittelt, wie es für viele scheint, die das dann deshalb haten, ist es nicht. Schaut euch Kids in dem Alter an, was sie für einen Quatsch ständig machen. Nennt man Spielen übrigens. Schämen muss sich weder die Mutter
noch das Mädchen für das Video. Es ist das, was es ist. Eine Aufnahme einer Stimmung. Es erzeugt beim Betrachter die Möglichkeit, einem Mädchen beizuwohnen, das Rap nachspielt. So what? Wer das hatet, hat eher ein Problem mit sich selbst. Kommen wir zu dem Argument, dass es gehatet wird und dann das Mädchen nicht klarkommt damit. Hier würde ich sagen, dass sie durch das Video lernt, mit Hate umzugehen. Sie lernt, zu sich zu stehen und sich nicht für die Gesellschaft zu verbiegen. Wer das nicht lernt, bleibt eben dann in der Konformitätszone hängen. Also immer schön sich so verhalten, dass niemand was zu meckern hat. Viel Spaß damit. Mal sehen, was von deiner Persönlichkeit dann noch übrig bleibt. Noch heute werden Babys umoperiert, weil sie keine eindeutigen Geschlechtsmerkmale haben. Was hat das mit dem Kommentaren und dem Video zu tun? Das Argument der Operation ist das gleiche, was hier angeführt wird. Es wird deshalb operiert, damit das Kind, der Mensch später in der Gesellschaft, keine Probleme hat. Also nur, damit die Gesellschaft nicht die Nase rümpft. Wird dem Kind Schmerz zugeführt. Meist werden Mädchen hergestellt, Gänsefüßchen, da es einfacher ist als umgekehrt. Was das für Schmerz bedeutet, schreibe ich hier nicht. Klammer auf, Triggerklammer zu. Es wird sich aber hingestellt und gesagt, zum Wohle des Kindes. Nein, eben nicht. Die Gesellschaft muss sich ändern und lernen, nicht das Kind angepasst werden. Ich wiederhole diesen Satz. Nein, eben nicht. Die Gesellschaft muss sich ändern und lernen. Nicht das Kind angepasst werden. Genauso muss die Gesellschaft lernen, so ein Video einfach als das zu nehmen, was es ist. Und nicht die Freiheit des Kindes nehmen, so ein Video machen zu können. Und ihr raten zu warten, also ihr, also der Mutter in dem Fall, bis es älter ist, das Kind, damit es dann den Verstand hat, konform zu sein. Konform in Anführungszeichen. Am Schluss habe ich dann noch ein Zitat von Pablo Picasso geschrieben, und zwar: Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, ein Künstler zu bleiben, wenn du erwachsen bist. Das war das Posting. Das Zitat am Schluss von Pablo Picasso könnt ihr übertragen auf eure Freiheit und auf eure Entscheidung, wie weit will ich denn mich anpassen mit der Gesellschaft? Wie weit denn noch? Bis von mir nichts mehr übrig bleibt. Ja? Er schreibt nämlich, jedes Kind ist ein Künstler. Jedes Kind ist ein Künstler heißt nämlich so viel wie: Alles, was du tust, was authentisch ist, was du bist, ist ja bereits Kunst. Weil es nicht wiederholbar ist. Es ist nicht von jemandem nachmachbar. Es ist unique. Alles, was du tust, alles, was du nachäffst, das, was erwartet wird, was konform ist, das wird uniform. Wird immer ähnlicher dem, einem Modus, dem du entsprechen sollst. Es wird immer ähnlicher. Ja, wenn sie alle eine Art von Popmusik machen, die in den Charts praktisch sie verkaufen soll, dann wird die Musik immer ähnlicher plötzlich. Und entscheidet sich gar nicht mehr, weil immer weniger abweichen von dem, was praktisch garantiert, dass es ein Erfolg wird. Der Sound wird immer ähnlicher.
Der Rhythmus wird immer ähnlicher. Die Art des Singens wird immer ähnlicher. Es wird alles immer nur kopiert. Wir haben diesen Autotune-Effekt. Dieser Autotune-Effekt, dieser Effekt heißt übrigens Autotune, wo die Stimme so gebrochen wird, wurde von Cher damals in den 90ern das erste Mal eingesetzt, wo die Stimme dann praktisch diese Tonsprünge macht. Ja, der wird heute noch eingesetzt. Das ist ein Effekt, der einfach kommerziell klingt. Nur einer hat mal angefangen, den zum ersten Mal einzusetzen. Das war authentisch. Das war noch Kunst. Das war noch eine Aussage. Die das kopiert haben, sind nicht mehr authentisch. Die haben nur noch kopiert. Ja? Wollt ihr kopieren? Wollt ihr etwas machen, was erwartet wird? Ja? Oder wollt ihr ihr sein? Und was ist von euren Stimmen noch übrig, wenn ihr anfangt, Technik anzuwenden, wenn ihr anfangt, so zu sprechen wie, ne? Nicht mehr viel irgendwann. Und ihr werdet euch immer fragen, wer seid ihr eigentlich überhaupt? Nein, diesen Weg nicht gehen. Ich habe es differenziert in dem letzten Podcast. Ich habe gesagt, ihr könnt Technik anwenden, wenn es erwartet wird, wenn ihr sagt, okay, ich muss für diesen Auftrag das so und so machen, aber bitte auch eine zweite Schiene fahren und sagen, pass auf, hier bin ich jetzt ich und ich weiß, wie ich klinge und ich weiß, wie ich dann sprechen muss. Und ich habe noch dieses Potenzial auch noch und nicht nur meine Stimme, die ich da irgendwie, ne, kreiere. Gut, das war's, was ich sagen wollte. Im Prinzip würde ich mich jetzt nur wiederholen. Es ist also, wie gesagt, auch diese Argumentation, dass ihr zu euch stehen sollt, ist auch in diesem Thema verankert. Mache ich etwas nicht, damit ich nicht gemobbt werde? Ja? Weil dann kann ich mir nämlich wirklich in den Wald ein Loch graben und mich in das Loch begeben und zumachen. Dann kann ich mich vergessen. Da kann ich meine Persönlichkeit abgeben. Dann ist vorbei. Ja, dann ist es wirklich vorbei. Und wir haben in Social Media genau diese Situation, dass ich sagen muss, ich mache das nicht mehr, damit ich nicht gehatet werde, damit ich mich nicht zum Obst mache, mich nicht lächerlich mache. Ja, was ist denn das? Was ist genau das? Das ist genau der Punkt. Ja, mach, was du willst. Nimm die Frisur, die du haben willst. Nimm die Kleidung, die du haben willst. Sei du selbst. Du bist ja sowieso in den meisten Fällen gezwungen, dich anzupassen in der Gesellschaft. Dann sei doch bitte zumindest dann so frei in deinem Privatleben, in deiner Kunst, dass du dann wenigstens dann da du selbst bist. Das war's, was ich sagen wollte. Und ich wünsche euch was. Habt euch wohl und in diesem Sinne.